Hey Leute, willkommen bei Bandido und unserer Playmobil Ghostbusters Geschichte. Locke wird gejagt. Mal sehen, was passiert. Okay Leute, wir haben also den Tipp bekommen, dass es hier im Pandido City Wald wohl ein geheimes Schloss gibt, in dem viele Monster und vielleicht auch ein Vampir leben. Das wollen wir uns heute mal ansehen. Aber mit einem Vampir hatten wir es noch nie zu tun. Darum schlage ich vor, dass wir uns erstmal einen Plan machen. Also Jungs, schieß mal los. Was wisst ihr über Vampire? Sie haben Angst vor Sonnenlicht. Richtig, Ray. Weiter. Winston? Sie haben kein Spiegelbild. Auch das ist korrekt. Egan? Sie vertragen keinen Knoblauch. Auch richtig. Vielleicht hatte dieser verrückte Van Helsing doch gar nicht so unrecht mit seinen Altertypen. Waffen. Gegen Geister bringen die wahrscheinlich nicht viel, aber gegen Vampire vielleicht umso mehr. Also Freunde, lasst uns einen Plan machen. Ich schlage vor, wir besorgen uns erstmal ordentlich Knoblauch und gehen dann im Schutz des Tages dorthin. Gute Idee. So können wir erstmal in Ruhe und ungestört die Lage auschecken. Und vielleicht zeigt es sich ja, dass der Alte doch nur spinnt und wir müssen gar nichts weiter unternehmen. Ja, genau. Also dann Männer, sucht alles zusammen, was nützlich sein könnte. Wir treffen uns dann wieder hier. Gut, Leute, dann zeigt mal her, was ihr gefunden habt. Ich habe eine Armbrust gebaut. Wenn der alte Mann so davon schwärmt, könnte sie uns vielleicht auch nützlich sein. Ich habe Knoblauch, die Allzweckwaffe gegen Vampire. Und ich habe einen Handspiegel. Wenn uns ein Vampir begegnet, der sich als Mensch tarnt, dann werde ich das schnell herausfinden. Super, Männer. Und ich nehme unsere altbewährten Waffen mit. Protonpack, PKE-Gerät und eine Geisterfalle. So sind wir gegen alles gewappnet. Gut, Jungs, na dann. Auf zu dieser ominösen Monsterburg. Oh, diese Ghostbusters. Die wollten mir ja einfach nicht glauben. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Da ich nun weiß, dass ich eigenständig und alleine über die Schlossmauern komme, kann alles losgehen. Ich kenne die Schwachstellen, die Waffen sind bereit und der Plan geschmiedet. Darum werde ich jetzt zur Burg fahren und mir diesen elenden Vampir schnappen. Wenn ich ihn erstmal habe und ihn der Welt präsentiere, dann bekomme ich den Lohn, den ich schon immer verdient habe. Und diese Ghostbusters werden es bitterlich bereuen, mich abgewiesen zu haben. Bald wird mir der Ruhm sicher sein. Ich werde in allen Zeitungen stehen und die Bürger von Bandido City werden mich anrufen, um ihre Geisterprobleme zu lösen. Ja, diesen Jungspunden muss doch mal jemand zeigen, was ein richtiger Monsterjäger ist. Also auf zum Schloss! Okay, Jungs, wir sind dem Weg so lang gefolgt, wie es der verrückte Doktor beschrieben hat. Ab hier kommen wir aber nicht mehr mit dem Auto weiter, der Wald ist einfach zu dicht. Also Männer, aussteigen, wir laufen. Also, dann machen wir mal einen Plan. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. Der alte Mann hat gesagt, das Schloss wäre versteckt im Wald. Es könnte also überall sein. Ich schlage vor, Ray und ich, wir suchen im Westen systematisch alles ab. Egan und Winston, ihr sucht den Osten ab, alles klar? Wenn jemand von uns etwas findet, gibt er dem anderen Team über Funk Bescheid. Ich denke, so werden wir am effektivsten sein. Ist gut, Peter. Wenn dieses Schloss existiert, dann werden wir es finden. Und wenn nicht, hat uns dieser alte Mann ordentlich angeschwindelt. So ist es. Also, who you gonna call? Ghostbusters! Genau. Also, auf geht's. Oh Mann, Peter, dieses Schloss könnte überall sein. Ja, ich weiß. Aber eigentlich dürfte so ein Schloss ja auch nicht wirklich zu übersehen sein, oder? Ich meine, es ist ein Schloss, das müsste ja eigentlich riesig sein. Und ich meine, bei all den Monstern und der übernatürlichen Energie dort, müsste unser PKE-Gerät ja ordentlich ausschlagen, wenn etwas in der Nähe wäre. Oh, tatsächlich. Ja, ich habe hier ein Signal aus dieser Richtung. Komm, lass uns weiter dahin gehen. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Hätten wir da nicht auch vorher am Auto schon drauf kommen können? Naja, egal. Warte auf mich. Ich bin so gespannt, wie dieses Schloss wohl aussehen könnte. Komm schon, Winston. Irgendwo hier muss es doch sein. Was meinst du mit komm schon? Ich bin direkt hinter dir. Ein Schloss müsste doch eigentlich leicht zu finden sein. Lass uns mal logisch überlegen. Wo hier im Wald würde sich so ein Schloss wohl am besten machen? Naja, wenn es ein verstecktes Schloss ist, dann wahrscheinlich irgendwo dort, wo besonders viele Bäume sind. Ja, da hast du absolut recht. Oha. Das PKE-Gerät zeigt etwas an. Das heißt, wir müssten eigentlich ganz in der Nähe sein. Wir müssen in diese Richtung hier. Na los, Winston, komm schon. Ist doch gut, bin noch hinter dir. Gleich müssen wir da sein. Egan? Nur noch ein kleines Stückchen. Peter? Wow, gefunden! Oh, Leute, was meint ihr denn hier? Da hatten wir wohl dieselbe Idee mit dem PKE-Gerät, hm? Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann scheint dieses Schloss tatsächlich zu existieren. Schaut's euch an. Das ist ja höchst interessant. Okay, Männer, ich schlage vor, wir suchen uns erstmal eine sichere Position, von der aus wir die Lage auskundschaften können und uns einen Plan machen können. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Wir haben nicht den blassesten Schimmer, was uns da drin alles erwarten könnte. Okay, Jungs, hier hinter diesem Gebüsch wird uns niemand erkennen können. Außerdem merken wir sofort, wenn sich etwas nähert. Dann müssten ja unsere PKE-Geräte ausschlagen. Also, dieses Schloss hat sehr hohe Mauern und hohe Türme. Das heißt, so einfach kommen wir da nicht rüber. Aber jedes Gemäuer hat eine Schwachstelle. Ich schlage vor, wir beobachten einfach. Vielleicht öffnet sich ja die Tür und jemand kommt heraus.
Ansonsten umkreisen wir einmal die Burg und schauen uns die Mauern genau an und suchen nach Schwachstellen. Unser größtes Problem wird sein, dass wir wirklich nicht wissen, was sich darin alles befindet. Wir wissen nicht, welche Kreaturen da drin vielleicht nachtaktiv sind, welche Fleisch fressen oder welche das Sonnenlicht meiden. Igen, hättest du vielleicht eine Idee, wie wir über die Mauern kommen könnten? Naja, also nicht wirklich. Wir bräuchten irgendwie eine Art Enterhaken oder Leiter oder so, aber das wäre auch viel zu auffällig gewesen. Das hätten wir nicht riskieren können. Aber ich meine mal ganz realistisch, vielleicht hat uns dieser alte Mann auch immer noch einfach angeschwindelt und das ist einfach nur ein normales Schloss. Oder aber es ist ein Schloss voller Monster. Das PKE-Gerät schlägt ziemlich aus. Oh Mann, irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Ich bin völlig gespannt. Ich will unbedingt wissen, was sich darin versteckt. Was für ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, alles ist friedlich. Die Einhörner grasen auf der Wiese. Hallo Buttercake, es ist ein perfekter Tag für einen Ausflug. Also dann wollen wir mal. Wie wäre es, wenn ich auf einen Baum klettere? Dann könnte ich zumindest mal über die Mauern gucken. Auf einen Baum klettern? Ray, das ist überhaupt nicht so eine schlechte Idee. Ich glaube, das könnten wir wirklich mal machen. Hey, Leute, ich habe ein Geräusch gehört. Was war das? Das kam von oben. Hui. Na, da laust mich doch einer der Affe. Leute, das ist tatsächlich ein Vampir. Ich glaub's ja nicht. Aber wie kann das sein? Es ist doch Tag. Ich dachte, Vampire meiden die Sonne. Ja, ist richtig. Irgendwas stimmt da nicht, Peter. Da hast du wohl recht. La, 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 hui. Wow, Leute, der Vampir wurde eben abgeschossen. Ja, was ist das denn? Komm jetzt in den Wald gestürzt. Das müssen wir uns anschauen. Ja, bin dabei. Los geht's. Was ist denn hier passiert? Was hat mich da getroffen? Und warum stecke ich in einem Netz fest? Endlich habe ich dich getroffen. Nun bist du mein. So lange muss ich auf diesen Moment warten. Doch endlich habe ich dich eingefangen. Und ich werde zusehen, dass du mir diesmal nicht entkommst. Dr. Van Helsing, was machen Sie denn hier? Ach ja, die Herren Ghostbusters, ja? Was macht ihr denn hier? Glaubt ihr mir nun endlich, dass Vampire existieren, hm? Seht hier, das ist der lebende Beweis. Oder, na gut, der untote Beweis, aber wie auch immer. Ja, das sehen wir, in der Tat. Wir wollten uns das Schloss mal mit eigenen Augen anschauen, um zu sehen, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht. Und nun ja, was sollen wir sagen? Das Schloss existiert und der Vampir offensichtlich auch. Dann müssen wir uns wohl offiziell entschuldigen, dass wir ihn nicht geglaubt haben. Naja, das ist ja auch wohl das Mindeste. Aber gut, danke. Und nun habe ich endlich mein großes Ziel erreicht. Dieser elende Vampir ist endlich gefangen und befindet sich in meiner Gewalt. Ihr könnt euch ja gerne um das restliche Schloss kümmern, wenn ihr schon mal da seid. Mein Hauptanliegen ist dieser Vampir hier. Ja, vielleicht machen wir das. Wir werden sehen. Aber eine Frage noch. Was genau haben Sie jetzt mit diesem Vampir vor, nun da Sie ihn endlich gefangen haben? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich werde nun endlich alle Experimente an ihm durchführen, die ich letztes Mal schon vorhatte. Experimente? Was denn für Experimente? Naja, ihm zum Beispiel Knoblauchsuppe zu essen geben. Wie bitte? Oder ihn ungeschützt ein paar Stunden im Sonnenlicht aussetzen. Oh, da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden. Naja, jedenfalls die Liste an Dingen, die ich ausprobieren möchte, ist sehr lang. Moment mal, Sie wollen also Experimente an ihm durchführen, die ihm offensichtlich schaden würden? Also, Dr. Van Helsing, das können wir nun wirklich nicht gutheißen. Die Geister, die wir fangen, verwahren wir entweder oder schicken sie zurück in ihre Dimension. Aber auf jeden Fall werden wir ihnen nicht schaden, wir wollen sie nicht quälen. Wir wollen sie lediglich davon abhalten, den Menschen zu schaden. Was? Aber wie soll man sie denn ordentlich erforschen? Nein, 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 das sind absolut nicht meine Arbeitsmethoden. Kümmert ihr euch mal so, wie ihr wollt, um eure Geister, aber ich verfahre mit meiner Beute, wie ich es vorhab. Ich habe, was ich wollte, ich bin nicht länger auf euch angewiesen. Nein, tut mir leid, aber das kann ich wirklich nicht zulassen. Geistern und Monstern darf nicht geschadet werden. Das sind immer noch Lebewesen. Auch sie haben ihre Berechtigung. Wie? Sie können das nicht zulassen? Natürlich können sie das zulassen. Das liegt überhaupt nicht in ihrer... Wow, Peter, der hat gesessen. Hilfe, Hilfe! Holt mich heraus, der alte Mann ist verrückt. Das hätten wir. Okay, Van Helsing wäre fürs Erste außer Gefecht gesetzt. Und verletzt ist er auch nicht. Und mit ein bisschen Glück erinnert er sich beim Aufwachen nicht mal mehr hieran. Und jetzt zu dir, Vampir. Bitte, holt mich hier raus. Ich bin ein lieber Vampir. Ich würde niemals einem Menschen etwas zuleide tun. Ich bin sogar Vegetarier. Wie bitte? Ein vegetarischer Vampir? Was genau soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ich mich ausschließlich von Blutkonserven ernähre. Ich beiße keine Menschen. Im Gegenteil, ich habe sogar zwei menschliche Freunde. Ich bin keine böse Kreatur, die ihr jagen müsstet. Ich tue niemandem etwas zuleide. Egan und die anderen, was denkt ihr? Können wir ihm vertrauen? Also wenn es stimmt, was er sagt, dann erklärt sich zumindest, warum wir keine Berichte über Vampirbisse gefunden haben. Na gut, Vampir. Du hast nichts Böses angestellt, deshalb werden wir dich freilassen. Momentchen, ich entferne mal das Netz. So, okay, das wäre geschafft.
Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei mit mir. Van Helsing war schon so lange nicht mehr beim Schloss, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass er überhaupt nochmal auftaucht. Ihr kennt euch also schon? Dann scheint er dich ja schon länger zu jagen, hm? Ja, das stimmt. Und einmal hat er mich sogar erwischt, aber ich konnte entkommen. Naja, jedenfalls, danke, dass ihr mich befreit habt. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist übrigens Locke. Locke, der freundliche Vampir aus der Nachbarschaft. Locke, ja? Gut, wir sind die Ghostbusters. Ich bin Peter. Das hier sind meine Kollegen, Egan, Ray und der da hinten heißt Winston. Und keine Sorge, wir fangen keine unschuldigen Geister und Monster. Aber halte dich bedeckt, wir behalten das im Auge. Sollte uns zu Ohren kommen, dass ein Mensch gebissen wurde, dann werden wir wieder herkommen und dann wirst du gefangen, Vampir. In Ordnung, habe verstanden. Ich werde niemals jemanden beißen, ich bin schon sehr lange Vegetarier. Und ich würde den Menschen in Bandido City nie etwas antun. Genauso wenig übrigens wie all die Monster, die im Schloss leben. Ich gebe euch mein Wort darauf. Gut, wir verlassen uns darauf. Okay, Männer, zurück ins Hauptquartier. Was ist los? Wo ist der Vampir? Wo ist der Vampir? Ich habe ihn noch gefangen. Wo sind denn alle? Ich bin völlig allein. Oh, diese Ghostbusters, die haben mich doch glatt um meine Beute gebracht. Ich glaub's nicht. Oh, das werden sie noch bereuen. Niemand legt sich mit Dr. Van Helsing an. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Hey Leute, Mann, oh Mann, das war vielleicht ein ungewöhnlicher Fall für uns, oder? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diesem Vampir vertrauen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann abonniert doch Pandido TV. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Panda-Logo. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na dann, Freunde, macht's gut.